Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 3. Weiter geht's. Erstmal Waffenwechsel. Die Glyph. Ah ja, die hier. Etwas zu schwer. So, das müsste jetzt gehen. Neuer Versuch, da runterzukommen jetzt. Mit der Peitsche war ja schon ein bisschen nervig. Weil Peitsche und vertikale Kriegsführung, nein. Das funktioniert nicht. Vor allen Dingen welche mit Schilden. Kommt schon. Das nicht vergessen. Und Brücke kaputt machen. Okay, das Teil hat Reichweite, auf jeden Fall. So, runter hier. Haha. Das macht es wesentlich einfacher. Nope. Backstep. Ja, Backsteps gingen nämlich nicht mit der Peitsche. Na, 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 na. Ah, da ist er gefallen. Das wollte ich. Warum hat er nicht gewechselt? Der hat ja nicht nur einen Bogen. Oh, no.
Der ist weg. So, jetzt zu diesen Nervensäge da unten. Würde ich am liebsten mal backsteppen. So geht doch. Zuerst mal aktiviere ich das da. Weil die Krabben sind schon ein eigenes Kaliber. Aha, critical hit. So, einmal heilen. Und jetzt zum zweiten Krabbe. Die hier im Weg ist. Aua! Heilen? Und weg ist er. Den würde mich nämlich beim Rückweg stören. Wen mache ich zuerst? Ich glaube, den da oben. Wie lange wollen die mir folgen? So, zwei Schläge danach brauchen sie noch. Davon kommt jetzt die größte Nervensäge. So, jetzt müsste die Leiter da sein. Diese verdammt lange Leiter. Eine der nervigsten Leitern überhaupt im Spiel. Warum gehe ich da hin? Wegen diesen verdammten Titanitscholle. Das haben sie extra dahin gelegt. Damit man da auf jeden Fall hingehen will. Damit man extra diese riesige lange Leiter her hinaufsteigen will. Das haben sie doch extra gemacht.
So, hoch hier. Na kommt schon. Geht das nicht schneller? So, endlich bin ich oben. Und da ist die Scholle. Die Krabbe unten spare ich mir. Die brauche ich nicht. Das kann jetzt lustig werden. Das ist die nächste Waffe, ist nämlich das Großschwert. Und das ist verdammt schwer. Nämlich wesentlich zu schwer. Aber so wird es gehen. Hallo Wölfe. Wolf, wo bist du? Heilen. Und wir brauchen natürlich auch definitiv zu viel Ausdauer. Gandhis heile Bade. Das könnte interessant sein. So, neuer Versuch. Oh, den anderen Wolf habe ich auch erwischt.
So, der ist weg. Ah, jetzt muss ich Juckreiz haben. Großschwert des Wolfsritters. Na, eine Waffe, die ich mag. Mit der dürfte ich es schaffen. Wo sind meine Seelen? Da. Weicht doch nicht aus. Wolltest du zaubern? So heilen. Ich mag diesen Salto. Moment. Da ist die Mitte. Moment, wo ist das Leuchtfeuer? Da. Da ist das Leuchtfeuer. Ist das eigentlich ein Level Up? Oh ja. Welcome, Husby. Very well then taken. Na, was hole ich mir denn? Mal ein bisschen Belastbarkeit.
Farewell, Ash May the Fl. Da ich die Tinnanet-Scholle habe, kann ich auch ein Level. Eine Waffe erhöhen. Ich mach mal das Nobelherz. Und ich mache jetzt hier einen Cut und bis zum nächsten Part.